die Ruine war ganz cool, tatsächlich. Also so, hat mega viel hergegeben, sah super cool aus. Die Leute, also auch da habe ich wieder neue Leute kennengelernt, voll cool, cooles Team. Tag Nummer 4. Wir waren in der Ruine und haben im Wald gedreht. Das ging geplanterweise gut los. Wir haben gute Aufnahmen machen können. Wir haben auch ein bisschen improvisiert, konnten Teile von dem Waldgrundstück mitnehmen und konnten da auch so die Reise von Alex und Michael gut einfangen. Da war auch noch Wetter war entspannt, es ging gut los. Genau, auch da haben wir Drohnenaufnahmen gemacht von der Ruine. Einmal tagsüber, was easy war. Milan mit der Drohne hat das irgendwie ganz geil gemacht. Also, aber das, ich habe das auch gerne abgegeben, weil Milan ist ein super Drohnenpilot. Und wir haben uns auch immer, wir haben immer geguckt, dass wir irgendwie so hinter Milan standen und haben mit drauf geguckt, was er da irgendwie so macht. Nicht um das zu überprüfen, sondern einfach um zu sehen, das ist ziemlich cool. Hat super schön gepasst. Es gab Essen, fleischlos, was jetzt nicht zu verachten war, es hat geschmeckt. Es war das erste Mal, dass ich so mit vielen Leuten vom Team ins Gespräch kam, was ich extrem spannend fand, weil ich vorher oft nicht die Gelegenheit hatte und da waren sehr lange Pausen dazwischen, wo irgendwas umgebaut wurde, aufgebaut, umgestellt. Und das war für die Stimmung tatsächlich schön. Das Team kennenzulernen. Je länger wir gedreht haben, je länger es ging, je mehr wir auf- und abbauen mussten, je mehr wir umbauen mussten, koordinieren mussten, wir mussten ja auch absperren, hat man dann so langsam gemerkt, okay, Wetter wird schlechter, schnell noch Drohnenaufnahmen machen, wir mussten uns beeilen. Aber auch die Beleuchtung von der Ruine musste ja gebaut werden. Wir haben Nebel gebraucht und dann mussten wir wieder warten wegen dem Wetter. Und das hat wirklich so gemeint, naja, der Wille war da, aber wie man immer schon so schön sagt, aber der Körper war dann nicht mehr ganz so willig. Die Jungs haben mir auch sehr lieb geholfen, die Sachen dann in meinen Schminkraum zu bringen. Und da musste ich auch erstmal eine ziemlich fiese Treppe in einen sehr gruseligen Keller runtergehen. Und ich glaube, das war bisher der spektakulärste Schminkort, weil es eine ganz besondere Atmosphäre hatte. Wir haben noch ganz viele Strahler aufgebaut und dann habe ich Uwe kennengelernt. Also richtig kennengelernt. Und er hat von mir auch erstmal einen Haarschnitt bekommen und wurde zum Professor verwandelt. Es war der erste Drehtag. Ich habe mich die ganze Zeit so drauf gefreut, jetzt endlich drehen zu dürfen, nach der langen Lernphase, fast 3 Monate. Und da war ich echt froh, jetzt mal zu zeigen, okay, ich bin jetzt der Professor Brennan und wir drehen jetzt endlich. Die Ruine ist eine tolle Kulisse. Und als sie dann abends angestrahlt wurde nochmal, und man sieht es teilweise natürlich auch aus der Luft, wie schön diese Szene ist. Unglaublicher Drehtag gewesen. Zusätzlich hat es dann auch noch angefangen zu regnen, was für die Drohne halt sehr schlecht ist. Also Zeitdruck, das Problem mit dem Nebel, das Problem mit den Einstellungen von der Drohne. Echt eine Herausforderung war. Es war sehr anstrengend, weil es war kalt. Abends hat es noch angefangen zu regnen, was teilweise manche Szenen cooler gemacht hat. Ja. Die Serie war ja an dem Tag quasi dann auch die Sicherheitsbeamte. Und es kamen 25 Mal, kamen die anderen 3 angerannt, haben sich über sie gebeugt und haben Scheiße. Und sie lag halt einfach, sie lag halt wirklich stur, locker eine Stunde einfach im Regen und hat sich nicht geregt. Und es war einfach so großartig. Der Ruinentag war natürlich der zweite, der war etwas anstrengender, aber wie auch vorhin gesagt, war der für mich so von der Szene irgendwie auch der geilste, neben den Katakomben, weil du eben an diesem geilen Set, an dieser Ruine eben warst und die wir dann noch ausgeleuchtet hatten und dem blaue Licht vorne und allem drum und dran, das war schon imposant, da konntest du dich auch so in die Szene reinfühlen. Also der Dienstag war dann direkt vom Eingrooven, vom ersten Tag montags in der Stadtszene, war das dann schon direkt volle Breitseite im Thema drin. Ja, es war schweinekalt und ich musste auf der Bahre liegen und irgendwie waren alle so in Arbeit vertieft
Und ich selbst habe auch versucht, in der Rolle zu bleiben. Da sich, glaube ich, echt ein bisschen. Es ist mir ein bisschen zu kalt geworden und ich habe total gezittert die ganze Zeit. Aber wir haben ganz tolle Rettungssanitäter vorbeigeschickt bekommen vom Roten Kreuz, die noch nie Erfahrung mit Film, Kamera, sonst irgendwas gehabt haben, aber das echt gemacht haben, als ob sie, keine Ahnung, schon mal bei Emergency Room oder sowas mitgespielt hatten. Weil das wichtig ist, gerade für so Statisten, die im Prinzip nicht wirklich jetzt keine Sprechrolle oder sowas haben, aber die halt immer im Bild fahren und dadurch, dass wir die Szenen halt öfter drehen aus verschiedenen Einstellungen, das Wichtige ist, dass sie halt immer dasselbe machen. Und das haben die super hinbekommen. Ich erinnere mich da an großartige Bilder, als wir den Krankenwagen von der Ruine hatten mit dem Auto von der SAS. Und das sah alles mega aus. Also das hat sich definitiv gelohnt, auch wenn die Laune im Keller war am Schluss. Wir haben trotzdem das Beste draus gemacht. Aber am Ende musste halt wieder funktionieren. Und auch das, denke ich, hat sehr, sehr gut geklappt. Auch wenn vielleicht ja, die eine oder andere Cola-Flasche im Hintergrund zu sehen war.